Herzlich willkommen! Wenn du heute, am Montag, wieder eine neue Geschichte hören möchtest, dann bist du hier goldrichtig. Hörst du das? Was könnte das für ein Geräusch sein? Nur so viel sei verraten. Wenn man aus Neugierde etwas tut, was man eigentlich nicht tun sollte, na ja, dann können mit Kirchenglocken oder Schafen schon mal komische Sachen passieren. Zum Beispiel das. Aber weißt du was? Hör selbst. Die 12. Pille. Seit Wochen war die Prinzessin krank. Sie lag mit hohem Fieber im Bett und weder Aspirin noch Essigsocken nützten etwas. Die Ärzte kratzten sich in den Haaren, der König und die Königin gingen seufzend durchs Schloss. Da kam eine gute Fee und brachte der Prinzessin ein Schächtelchen mit 12 Pillen. Wenn du jeden Tag eine davon nimmst, bist du in 11 Tagen wieder gesund, sagte die Fee. Hüte dich aber, die 12. Pille zu schlucken. Es würde dir Unglück bringen. Die Prinzessin nahm also jeden Tag eine Pille und jeden Tag ging das Fieber etwas zurück. Nach 10 Tagen hatte sie nur noch 37,1 und nach der 11. Pille war die Prinzessin wieder gesund. Als sie am nächsten Tag das Schächtelchen wegwerfen wollte, da klapperte ja die letzte Pille so fröhlich darin herum, dass die Prinzessin plötzlich eine unerklärliche Lust verspürte, diese auch noch einzunehmen. Ach was, dachte sie, die Fee ist ja schon lange nicht mehr da. Und hoppla, schluckte sie die 12. Pille hinunter. Da verdunkelte sich der Himmel über dem Schloss. Im ganzen Königreich stürzten die Kirchenglocken von den Türmen, die Schafe fielen tot um und die U-Bahnen sprangen aus ihren Gleisen. Dann sank das ganze Land in einen tiefen Schlaf, der 11 Jahre dauerte. Im 12. Jahr kam ein Prinz aus dem Nachbarland, der die Verkehrsprobleme des Königreichs studieren wollte. Er schlug sich mit dem Schwert einen Zugang durch die Dornen zur U-Bahn-Station, küsste einen umgestürzten Wagen und sogleich sprangen die Züge wieder in die Schienen, die Schafe standen auf und weideten weiter, die Glocken flogen wieder in die Kirchentürme und begannen zu läuten. Und die Prinzessin rieb sich erstaunt die Augen und fragte, ist es schon morgen? Leider war der Prinz schon verheiratet und es kam nicht zu der erwarteten Hochzeit. Die Prinzessin aber machte ein Studium als Apothekerin und übernahm später die Schlossapotheke. Sie war begeistert von ihrem Beruf und genoss das Vertrauen der Kundschaft und der Krankenkassen. Das Einzige, was ihr etwas Mühe bereitete, war das Entfernen der letzten Pille aus den 12er-Packungen. Aber das machte sie immer selbst, unter allen Umständen. Ui, 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 ui. Von manchen Sachen sollte man lieber die Finger lassen, oder? Aber Gott sei Dank gehen Geschichten meistens gut aus. Und die Prinzessin hat ja am Ende auch einen total spannenden Beruf gelernt. Ist dir das auch schon passiert? Hast du aus Versehen oder weil es einfach so spannend war, etwas getan, wovon du lieber die Finger gelassen hättest? Wir glauben ja, dass das jedem von uns schon mal passiert ist. Und am Ende ist sogar was Gutes dabei herausgekommen, weil man dabei was gelernt hat. So wie bei der Prinzessin Apothekerin. Hast du Lust, uns davon in einer kleinen Geschichte zu erzählen? Dann nur zu, trau dich. Wir sind gespannt und freuen uns auf Nachricht von dir. Und nun an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuhören
Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Angeklickt und Zugehört und einer neuen Geschichte. Tschüss, adieu und ade.